Ich habe mich gefragt, was Jesus hier mit diesem ersten Satz, den wir von ihm gehört haben, meint. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Weil das mit der Menschenfurcht ist so eine Sache. Einerseits ist dieses Wort ziemlich anachronistisch, also ziemlich altbacken, und niemand weiß so ganz genau, was damit gemeint ist. Andererseits wird es auch sehr oft missverstanden. Mir ist aber ein Missverständnis aufgefallen, denn nicht so offensichtlich ist. Weil Jesus verbindet diese Weisung, dass wir nicht in Menschenfurcht leben sollen, mit diesem Auftrag zu verkünden. Und sehr oft, also habe ich so den Eindruck, wenn man fest im Glauben steht, neigt man dazu, sich das auch vorzuwerfen, das höre ich des Öfteren auch im Beichtstuhl, dass ich da nicht zu meinem Glauben gestanden bin, dass ich das und jenes nicht mit Nachdruck verkündet habe, dass ich kein gutes Beispiel gegeben habe und so weiter und so fort. Weil wir sollen ja vor den Menschen keine Angst haben, das Evangelium muss verkündet werden. Aber wenn man genau das liest, was Jesus hier spricht, ist der Auftrag ein anderer. Jesus sagt klipp und klar, was ich euch im Dunkeln sage, das verkündet am Tag. Was euch ins Ohr geflüstert wird, also gemeint ist von Jesus, von Gott, das verkündet von den Dächern. Also Jesus geht es darum, dass seine Jünger einen Auftrag haben. Und dass sie ihn verkünden sollen. Nicht so sehr die eigenen Überzeugungen, also das ganze Glaubensbekenntnis runterleiern und so weiter. Heute war ich am Vormittag in Wiener Neustadt auf einer Missionsveranstaltung. Also wir waren auf den Straßen, haben versucht, Leute einzuladen in die Kirche. Heute am Abend ist ein besonderer Gottesdienst mit dem Kardinal. Und bei der Vorbereitung, wie wir gebetet haben, hat einer der Teilnehmer noch mit Nachdruck sagen müssen, aber das muss klar sein, wir müssen dessen Leuten gleich sagen, dass wir von der katholischen Kirche sind, dass keine Missverständnisse entstehen. Ich habe mir gedacht, richtig ist es schon, aber das ist nicht der Auftrag. Das schert auch die Menschen auf der Straße nicht besonders. Möchte er etwas Gutes tun, zu einer guten Sache einladen, dann lade die Leute zu dieser Sache ein und erzähl nicht alles, was dir in den Sinn kommt. Und diese Menschenfurcht bezieht sich so nicht nur auf die Menschen um mich herum, dass ich manchmal auch in Angst vor anderen lebe, dass ich nicht frei bin, also in der Glaubensausübung, aber auch in meinem menschlichen Dasein. Das kommt vor. Das meint Jesus auch, aber nicht an dieser Stelle. Ich glaube, dass es Jesus auch darum geht, dass wir uns auch in einer Menschenfurcht vor uns selber irgendwie vor uns selber haben, in so einer Menschenfurcht leben, dass wir manchmal uns selber an die erste Stelle stellen und wir auch das Maß für alle Dinge sind, auch in unserem Tun. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ja, verkünde das, was ich dir sage und tue das, was ich dir sage. Das ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden, das gebe ich zu, weil ich vermute, die meisten von euch haben die Stimme Gottes nicht so wie meine im Leben gehört. Wenn es jemand gehört hat, glücklich ist er, aber ich glaube nicht, dass es so weit verbreitet ist. Vielmehr versucht man es wahrzunehmen, wie Gott in einem eigenen Herzen spricht oder auch in der Zeit zu lesen, also nicht in der Zeitung, sondern in der Zeit, in der wir leben, wo Gott mich ruft. In der Bibel nachschauen, vielleicht spricht mich was an und daraus den Willen Gottes zu lesen. Aber wie gesagt, es geht wirklich darum, das, was Gott mir als Auftrag gibt, bin ich verpflichtet zu tun. Und klar, du sollst dein Leben wandeln und ein gutes Leben führen, das sich nach den Geboten Jesu ausrichtet
und nach den Geboten des Alten Testaments gelesen im Lichte des Neuen. Aber das betrifft dich. Und der Auftrag nach außen ist ein anderer. Verkünde Jesus. Das haben wir auch in der ersten Lesung gehört, aus dem Buch Jeremia. Da könnte man sehr viel hineinlesen und das aufs Neue Testament beziehen. Ist alles richtig und berechtigt. Aber was mir hier auffällt, ist, dass der Herr, Gott selbst, der Schutz des Gerechten ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, also man kann vieles im Leben aufbauen. Ohne Gott geht ganz gut. Mache ich auch des Öfteren. Und man kann geniale Werke aufbauen. Die Gesellschaft kann ohne Gott hervorragend funktionieren. Sie braucht ihn nicht. Das ist auch die Freiheit, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Dass wir ohne ihn auch gut auskommen können. Rate ich niemandem, aber das ist die Wirklichkeit. Wie viele tolle Sachen in dieser Welt werden von Menschen aufgebaut, die von Gott nichts wissen wollen oder ihn vergessen haben. Soll man auch nicht kleinreden. Daran erinnert auch unser Bischof in einem seiner Hirtenbriefe, glaube ich, aus dem Jahr 2008, wo er sagt, wir brauchen auch die Mitarbeit mit der Welt. Also nicht die Kirche verweltlichen, sondern Mitarbeit. Dort, wo Gutes geschieht, das sollen wir würdigen und unterstützen. Und wir müssen nicht gleich missionieren, weil da, wo Gutes geschieht, ist Gott am Werk. Das ist die eine Seite. Aber ich merke in meinem Leben, da wo ich wirklich auf Gott baue, da funktioniert vielleicht nicht alles, also nach meinen Erwartungen. Aber eines habe ich gemerkt, da ist viel mehr möglich. Und es geht jetzt nicht um irgendwelche Effizienz oder Effektivität, dass man größere Werke vollbringen kann, sondern um eine Tatsache, etwas, was ich an Gott entdeckt habe in den letzten Jahren, dass er einer ist, der immer in Freiheit führt und in eine immer größere Freiheit führt. Also heute ist die Frage, lebst du in Menschenfurcht? Oder das, was vor allem das Alte Testament mit Nachdruck empfiehlt, in Gottesfurcht. Also nicht in Angst, sondern wer ist dein Herr? Das ist die einzige Frage, die man sich stellen sollte als Christ, so ernst. Es gibt tausend Fragen, die man sich einzig und alleine stellen wollte, aber heute ist die wichtig. Wer ist dein Herr? Bist du es selber vielleicht? Und wer schon mal im Arbeitsstress war oder sich eine Aufgabe widmet, die er für wichtig erachtet und an seine Grenzen stößt, merkt es ganz schnell, dass man sich selber ziemlich viele Peitschenhiebe austeilen kann und man einen Frontdienst unter der eigenen Peitsche ausrichten kann. Es braucht nicht so sehr die anderen. Vielleicht ist für dich jemand andere so einer, der dich antreibt, der dich immer auf eine ungute Art und Weise herausfordert. Und Gott sagt dir heute, das ist erstens nicht richtig, aber es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um einen Hinweis darauf, wie man es richtig macht. Versuche in allem Gott zu gehorchen. Und wenn du nicht weißt, wie seine Meinung dazu ist, ist eine sehr gute Übung, stell dir vor, was würde Jesus machen? Wie würde er jetzt handeln in dieser Situation? Und die Antworten kommen normalerweise ziemlich schnell. Und man muss kein Bibelexperte sein.
schadet nicht, wenn man eine isst. Ich empfehle es immer, Bibel zu lesen, aber man muss sie nicht auswendig kennen, um sich vorstellen zu können, was Gott gut heißen würde in dieser Situation. Und ich sage dir, wenn Gott dein Herr ist und über dein Leben bestimmt, das, was du tust und was du nicht tust, wirst du frei sein. Und wenn du einen anderen Menschen oder noch schlimmer dich selber zum Maß aller Dinge in deinem Leben machst, wirst du vielleicht wirklich großartige Dinge vollbringen. Kann sein. Aber du wirst nicht frei sein. Richte deinen Blick auf den Herrn und bleibe mit diesem Blick an ihm kleben, dass er immer vor deinen Augen ist, weil er ist der Weg, der zum Leben in Wahrheit führt, niemand anderer. Nicht du, nicht ich, niemand, der hier in dem Raum sitzt und niemand, der dieselbe Luft atmet wie ich und du, sondern nur der Herr alleine. Und das ist auch keine Überforderung, sondern eine Aufgabe für das ganze Leben, wo du merkst, ein anderer treibt dich an mit seiner Peitsche oder du selber, richte deinen Blick auf den Herrn und bitte ihn, dass in dieser Situation er dein Herr wird. Und du wirst das erleben, was die ersten Jünger Jesu erlebt haben. Eine Freiheit, die vielleicht nicht einfach ist, die aber ein glückliches Leben schenkt und etwas aufbauen lässt, das seit 2000 Jahren ziemlich gut funktioniert. Aber nicht, weil die Apostel so toll waren, sondern weil sie so klug waren, sich vom Herrn bestimmen zu lassen. Also lass es zu, lass ihn in deinem Leben bestimmen. Dann wird alles gut gehen.